In diesem Video geht es um die drei besten 3D-Drucker unter 300 Euro. Alle drei Modelle, die wir in diesem Video vorstellen, haben es wirklich in sich und können durch starke Eigenschaften und Funktionen überzeugen und natürlich nicht zuletzt durch ihren herausragend günstigen Preis. Bleib also unbedingt bis zum Schluss dran, um alle hier vorgestellten 3D-Drucker kennenzulernen und schau nach dem Video auch unbedingt mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Dort haben wir die Modelle mit dem tagesaktuellen Preis und allen weiteren wichtigen Informationen direkt verlinkt. Jetzt aber viel Spaß mit dem eigentlichen Video und gleich dem ersten Modell der Einsteigerklasse. Hier möchten wir dir den beliebten Photon Mono 2 von Anycubic vorstellen. Ein Resin-3D-Drucker, der sich durch seine hohe Präzision und Benutzerfreundlichkeit sowie seinen besonders günstigen Preis auszeichnet. Ja, das Modell arbeitet mit der Resin-Technologie. Resin ist ein flüssiger Kunststoff, welcher im Kontakt mit UV-Licht aushärten kann. Dies sorgt für eine unglaubliche Detailgenauigkeit und auch eine schnelle Druckmöglichkeit, die im Vergleich zu klassischen Filamentdruckern immer beliebter und beliebter wird. Der Photon Mono 2 kann hier im Speziellen durch eine starke Druckauflösung von 4K, also 4096x2560 Pixeln überzeugen. Hochdetaillierte Drucke, die hier also möglich werden, ideal für die Herstellung von Miniaturen, Schmuckstücken und anderen feinen Details. Mit der maximalen Druckgeschwindigkeit von 50 mm die Stunde ist der Photon Mono 2 effizient und eignet sich auch gut für Benutzer, die größere Projekte schnell umsetzen möchten. Im Vergleich trotzdem hier die langsamste Druckgeschwindigkeit, was man beim Kauf beachten sollte. Die hohe Präzision, das benutzerfreundliche System und kompakte Design machen den Anycubic Photon Mono 2 trotzdem zu einer ausgezeichneten Wahl für Benutzer, die ein starkes Modell mit hoher Detailgenauigkeit und Benutzerfreundlichkeit zu einem geringen Preis suchen. Er eignet sich besonders gut für den Druck von Modellen, Schmuck und anderen feinen Objekten. Und wenn du dich jetzt noch weiter zu diesem Modell der Einsteigerklasse informieren oder den Photon Mono 2 auch direkt bestellen möchtest, schau unbedingt mal über den ersten Link in der Beschreibung vorbei. Aus der zweiten Preis- und Leistungsklasse möchten wir dir den Creality Halet Play vorstellen. Der Halet Play vom Hersteller Creality überzeugt ebenfalls durch eine herausragende Auflösung von 4K, aber einen etwas größeren Bauraum. Auch die Druckgeschwindigkeit ist mit 60 mm statt 50 mm pro Stunde etwas schneller. Mit einer Aushärtezeit von 1 bis 4 Sekunden pro Schicht eignet sich der Halet Play damit auch für besonders schnelle Drucke, ohne dass die Qualität beeinträchtigt wird. Die gleichmäßige Lichtquelle sorgt hier für ein gleichmäßiges Aushärten und reduziert Druckfehler erheblich. Zudem ist dieses günstige Modell auch ziemlich einfach zu bedienen, was es ideal für Anfänger im 3D-Druckbereich macht. Und generell eine super Lösung für all diejenigen, die eine effiziente Lösung für ihre Druckprojekte suchen, sei es für den Hobbybereich oder kleine Produktionsläufe. Er bietet ein gutes Gleichgewicht zwischen Detailgenauigkeit und Geschwindigkeit, was ihn zu einer vielseitigen Wahl für verschiedene Anwendungen macht. Und wer hier auf der Suche nach einem noch etwas schnelleren und vor allem etwas größeren 3D-Drucker als den eben vorgestellten Anycubic aus der ersten Preisklasse war, der kann für nur wenige Euros mehr den Creality Halet Play bestellen. Über den zweiten Link in der Videobeschreibung kannst auch du dich jetzt noch genauer zu diesem 3D-Drucker informieren oder dieses starke Modell von Creality bei Interesse auch direkt bestellen. Oder bleib auch noch dran, denn als drittes und letztes möchten wir dir das beste Modell aus der dritten Preisklasse, aber natürlich immer noch unter 300 Euro vorstellen. Es handelt sich um den AliGo Mars 4 Ultra. Der Mars 4 Ultra ist ein fortschrittlicher MSLA 3D-Drucker, welcher sich durch seine beeindruckende 9K-Auflösung und zahlreiche weitere Funktionen auszeichnet. Allen voran, wie gesagt, durch die starke Auflösung mit 9K Monochrom LCD, die eine besonders hohe Detailgenauigkeit mit einer XY-Auflösung von 18 Mikrometern ermöglicht. Auch bei der Druckgeschwindigkeit hat sich hier einiges im Vergleich zu den zuvor vorgestellten Modellen getan. Statt 50 oder 60 mm die Stunde sind es hier ganze 150 mm, was teilweise dreimal so schnell ist. Besonders nützlich ist das Modell also für Anwendungen von schnell trockenem Resin und für all diejenigen, die schnelle und effiziente Druckergebnisse genießen möchten. Insgesamt bietet dieses Modell einfach eine hervorragende Kombination aus Leistung, Geschwindigkeit und Benutzeroberfläche, was ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für verschiedene Anwendungen macht. Der Drucker wird mit der Voxel Dance Tango Software geliefert, welche eine hohe Benutzerfreundlichkeit bietet und für den Mars 4 Ultra optimiert ist. Er ist aber auch mit anderen Slicern wie Cheetobox kompatibel.
Ein kostenlos mitgelieferter Luftreiniger für das Modell sorgt für eine noch bessere Luftqualität, indem er Gerüche und schädliche Dämpfe, die durch den Drucker entstehen können, reduziert. Die Kombination aus COB-Lichtquelle und Fresnel-Kollimationslinse sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung, wodurch die Oberflächen glatt und die Kanten scharf bleiben. Mit diesen ganzen hervorragenden Funktionen und auch der hohen Auflösung ist der Mars 4 Ultra von Eligo ein hervorragender Drucker für auch anspruchsvolle Projekte. Einfach eine solide Investition für alle, die hochwertige Resin-Drucke erstellen möchten. Und wenn auch du dich jetzt noch genauer zum Mars 4 Ultra informieren oder dieses starke Modell aus der dritten Preisklasse unter 300 Euro direkt bestellen möchtest, schau jetzt unbedingt mal unter dem dritten Link in der Videobeschreibung vorbei.